Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Chaos on Tour und heute habe ich wieder ein Unboxing für euch und zwar eine Sneak Peek von Diamond Art Club, heißt wir können heute wieder hier in ein Bild reingucken, das morgen erst erscheint. Vielen Dank Diamond Art Club, ich fühle mich wie immer super geehrt, dass ich das machen darf für euch in Deutsch. Und diesmal haben wir ein rundes Kit. Ist ja irgendwie momentan auch nicht so die Regel, ne? Also ausnahmsweise mal ein rundes Kit. Ich freue mich sehr. Das sehen wir daran, dass es hier eben dieses Bild hat, rosa ist und hier ein Kreis. Und es ist ein Bild von einem Künstler, den ich auch sehr schätze. Und dann bildet es noch etwas ab, das ich sehr liebe. Und zwar ist es ein Bild von Eni Guerrero. Und es ist ein Alice-Bild. Back to Wonderland. Von ihm, also es gibt ja schon das Not Your Alice. Das habe ich noch nicht, es steht auf meiner Wunschliste. Und hier haben wir Back to Wonderland. Das ist eins der Bilder, wo ich immer gesagt habe, boah, wenn das als Diamond Painting rauskommt. Ich gucke ja immer, was die Künstler sonst noch so alles machen, wenn mir die Artwork gefällt, das, was sie tun. Und das hier ist eins, das definitiv auf meiner Must-Have-Liste stand, wenn es mal als Diamond Painting bei Diamond Art Club rauskommt. Und ja, das ist es. Hier haben wir es. We're all mad in here. Mal gucken, ob wir Schriftzug lesen können dann. Okay, ich bin so aufgeregt, ihr merkt es schon. 56 x 66 cm runde Steinchen. Und der Karton ist immer wunderschön. Und hinten sehen wir, wie Diamond Painting funktioniert und was so alles drin ist. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Und jetzt schauen wir mal, was drum ist. Oh, ist das leicht. Ich finde es immer, wenn ich... eckige in der Hand hatte und dann danach runde, sind die Runden sind viel, viel leichter. Aber es ist auch nicht so groß. Also wir haben einmal hier unseren Sticker. Den kann man außen auf die Box drauf machen oder in sein Journal kleben. Ich mache mir den außen hier auf die Box drauf, damit ich erstens weiß, dass ich für euch das schon ausgepackt habe und zweitens, dass ich es auch von der Seite, beziehungsweise je nachdem, wo ich es lager, kann es auch sein, dass ich es hier hin mache, dass ich genau sehen kann, welches es ist. So, dann haben wir hier unser Toolkit. Das ist immer mittlerweile das neue Toolkit bei den neuen Bildern, also das, was das aktuelle. Oh, und hier haben wir eine Farbe, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist nämlich kein Lila, das ist so ein ganz dunkles Bordeaux. Unser Stift, ne? Da vorne kommt der Wachs nachher rein. Und hier, das ist zum Halten, das kommt da drauf, damit man das besser halten kann. Dann haben wir, oder bequemer halten, unsere 2 Mehrfachsetzer, die man hinten auf den Stift machen kann. 7 und 4, das sind die dünnen, mit denen arbeite ich am allerliebsten. Wir haben ein durchsichtiges kleines Schiffchen oder mittelgroß. Ich mag die sehr gerne. Und hier ist der Stopper dazu. Das ist kein Müll, sondern den macht man hier drauf, damit die Steinchen nicht immer rauspurzeln. Dann haben wir hier ganz viele Tütchen. Da kann man die Reste reinmachen oder sogar direkt beim Painten, wenn man kein Abkilling-System hat, kein Sortiersystem frei oder so, kann man auch direkt mit diesen Tütchen arbeiten. Oder wie bei mir beim letzten Kit passiert, da war ein Tütchen kaputt von den Steinchen und habe ich die direkt hier umgefüllt sofort. Dann haben wir hier unseren Wachs, das sind in dem Döschen sind 2 Stück drin. Plastik wegmachen, bevor ihr den Stift rein stippt. Ne? Damit füllen wir unseren Stift, um die Steinchen aufzunehmen. Und dann haben wir noch, last but not least, hier einmal unser Washi-Tape. Auch wie süß, mit Blümchen. Ja, das kann man um die Ränder, also außenrum machen, damit da nichts hängen bleibt an Staub. Oder ich mache das, um mein Bild aufzuteilen. Und hier haben wir einen kleeblattförmigen Coverminder. Ja, hier, Magnet, schwupp. Ein Magnet unters Bild, der andere oben drauf. Hochheben, Folie rüberziehen, drauflegen, dann hält es die Folie an der Seite und ihr könnt in Ruhe painten. Das ist so mit Blau, cool, richtig gut. Ja, das ist alles, was wir so bekommen. Das heißt, ihr bekommt alles, was ihr braucht, um direkt loszulegen. Jetzt aber zu dem, weswegen ihr hier seid. Hier, wir schauen mal rein.
Das war so bekommen. Und ich kriege das wieder nicht auf, ohne die Folie hier kaputt zu machen. So. Knister, knister. Ha. Es ist wieder super schön weich, wie immer bei Diamond Art Lab, wie ein Bettlaken. Es ist hochqualitative Leinwand. Ich liebe es. Und hier haben wir noch das, was noch dabei ist, nämlich hier einmal eine Erklärung, ne? Wie funktioniert das alles, Erklärbär-Video und die VIP-Gruppe, sehr zu empfehlen. Und wir haben einen Gutscheincode von 10%, könnt ihr gerne nutzen. Wer das erste Mal bestellt, kann sogar meinen 15%-Code Chaos15 benutzen, Links und so weiter unten in der Infobox. Ihr spart 15% und ich bekomme eine kleine Provision, weil ich ein Affiliate bin bei Diamond Art Lab. Wenn ihr das nicht möchtet, bestellt irgendwo anders von einem anderen Affiliate oder von der Facebook-Gruppe. Irgendwo gibt es immer einen Gutscheincode, mit dem ihr richtig Geld sparen könnt. Niemals bei Diamond Art Lab zum vollen Preis kaufen. Und wenn ihr schon länger bei Diamond Art Lab kauft, dann guckt mal in eure Punkte rein. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr diese Punkte benutzen sollt, dafür könnt ihr euch nämlich kostenlose Bilder holen. Also ich spare immer und dann gebe ich die immer auf einmal aus. Dann guckt da mal in mein Video rein, wo ich euch das erkläre. So. Und hier haben wir das Bild. We're all met here. So, das ist Alice als Hase. Oder es ist der Hase, nur der Hase. Ich finde, das ist so eine Mischung. Es ist irgendwie, da hinten haben wir die, es ist die Tierparty so ein bisschen, ne? Das ist alles. Wir haben die Blumen, wir haben hier die Karten. Da haben wir einen Teepot, da haben wir eine Uhr, Kompass. Wir haben hier Schmetterlinge, Eat Me, ne, da ist der Keks. Das ist schon ein bisschen gothic, ne? Das ist schon so. Aber wir haben dieses Sepia und dann dieses Blau dazwischen. Das wird toll. Wir gucken mal, wir haben 47 Farben. Ne? Hier sind sie. Könnt ihr mal drüber gucken. Die Symbole sehen für mich alle echt gut aus. Ja, sowas mal, das mag ich nicht so gern. So filigrane Symbole sind nicht so meins, aber ist in Ordnung. Wir haben auf jeden Fall 310, ist klar. Und wir haben zwei AB, also Aurora Borealis Farben, die 117 und 139. Woher weiß ich das? Alles unter 150 ist bei Diamond Art Lab eine Aurora Borealis Farbe. Gucken wir uns gleich an und wenn ich weiß, was es ist, ich erkläre es. Ja, so. Und hier sind die Steinchen. Auch die runden Steinchen sind bei Diamond Art Lab Harzsteinchen aus eigener Produktion. Wow. Die Farben. Ne? Sepia mit. Oh, guckt euch mal das Türkis an. Rot haben wir dabei. Da schauen wir gleich mal zusammen rein. Aber erstmal wollen wir die Artwork sehen. Das ist eine Tarpaulin-Leinwand bei Diamond Art Lab gegossener Kleber. Also ihr braucht euch überhaupt keine Gedanken machen, ganz unkompliziert der Kleber. Manchmal kriegst du das, der klebt nicht, ja, der ist nicht so fest am Anfang wie bei doppelseitiger Klebefolie, aber er legt sich um die Steinchen und wird dann fest und da ploppt dann nichts mehr runter. So, Leute, guck mal, ob ich es euch, so kann ich es euch ganz drauf machen, ne? Schaut mal hier. Wow. Runde Steinchen, die Leinwand sieht immer ein bisschen anders aus, weil es immer so ein bisschen negativ ist. Also wie so ein Negativ. Ich finde, hier sieht es aber schon ganz gut aus, ne? Weil die weißen Punkte hier, das ist alles schwarz. Ja, und das trickst unser Auge gerade so ein bisschen. Darum sieht das immer ein bisschen komisch aus, finde ich. Wow. Okay, erstmal. Hier oben haben wir Do What Makes You Sparkle, damit Adlab links. Und rechts haben wir nochmal komplett unsere 47 Farben als Legende, unsere Symbole. Hier unten nochmal den Namen des Kits, Back to Wonderland, 56x66, wie ich finde, eine machbare Größe. Ich finde es auch gut, wenn nicht alle Kits so riesig sind. Ich painte zwar gerne große Bilder, aber ich habe auch gerne einfach mal ein Bild fertig. Und ich finde hier 56x66 oder die 55x55 oder 60x60 Bilder, das sind Bilder, die kann man fertig kriegen. Ja, da sitzt man nicht monatelang dran. Und es gehört ja, dieses Erfolgserlebnis ist ja auch irgendwo, ne? Das gehört ja auch dazu. Eni Guerra und die damit Adler bezahlt ihre Künstler für die Lizenz. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Und hier haben wir nochmal die Social Media Accounts. Da seht ihr auch, welche Bilder noch rauskommen morgen. Und natürlich bei den anderen Affiliates, bei meinen englischsprachigen Kollegen. Oder wir haben jetzt auch eine französische Kollegin dabei, Damens Strass. Falls ihr Französisch sprecht, könnt ihr da mal vorbeischauen. Und hier haben wir auch nochmal die 10%. Und hier eure lebenslange Garantie auf die Leinwand. Und ihr habt auch eine Obstgarantie. Wenn euch Steinchen runterfallen, dann bekommt ihr die ersetzt von Diamond Adler. Also kein Stress. Wow. Leute. We are all ist dahinter, ne? Mad here. We are mad here. Das sieht richtig gut aus. Auch in der Größe. Die Größe reicht. Also größer ist natürlich immer besser. Aber hier reicht die Größe. Also ich gucke gerade ein bisschen nach den Details, die wir gerade auf dem Bild gesehen haben. Und ich finde, dass die hier super rüberkommen. Das Gesichtsrendering sieht für mich auch sehr gut aus. Das Eat Me kann man lesen. Hier die Narbe, die Schmetterlinge. Hier hinten ist der Hut. Also diese ganzen kleinen Details. Wir können uns ja, Moment, ich muss da noch mal ein bisschen. Hier nochmal die Artwork anschauen. Ne? Die kommt hier rüber. Ich bin immer nicht so der Fan von Haaren, also von Strähnen, ne, von einzelnen Haaren, beim Rendering oft. Darum bin ich hier sehr gespannt. Auch das Plüschige der Ohren, ne, dass man hier sehr gut sieht, wie das dann rauskommt hier. Ja. Aber dann haben wir hier noch einen Zettel. Da, das da haben sie es weggelassen, Drink Me. Ne, seht ihr hier? Also, upsa. Da steht Drink Me und das haben wir hier nicht. Seht ihr, da steht nichts drauf. Ne? Das hat nicht gepasst. Drink Me hat nicht gepasst. Ich würde, vielleicht mache ich Drink draus, ne? Dass ich versuche, ja, wo, es ist zu eng. Es ist tatsächlich zu eng. Hier das Eat Me geht. Ne? Das sieht ja hier auch ein bisschen anders aus. Da ist es auf dem Keks. Und hier kommt eigentlich Drink Me drauf. Schrift ist immer schwierig. Wie gesagt, ich finde es gut, dass die Bilder nicht alle so riesig sind. Das gefällt mir richtig gut. Boah, finde ich das toll. Und schon wieder haben wir einen Kandidat, den ich jetzt im September, Oktober painten möchte. Es ist unfassbar. Bitte hört auf damit. Nein, mit Adlab, stopp! Stopp! Wow. Also, ich finde sie großartig, die Augen. Guckt euch das an. Wir schauen jetzt mal uns hier die 47 Farben und die 2 ABs an. Und danach kommen wir zurück und gucken uns an, wo die ABs hinkommen. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Farben dazu an. Wir können hier schon auf die Steinchen gucken. Die Qualität ist cool, wie die glitzern. Boah. Jedes Mal wieder eine Freude. Also, nicht wundern, damit Adler packt nicht nach der Reihenfolge die... So, jetzt. Damit Adler packt die Steinchen nicht nach der Reihenfolge, sondern nach Gewicht. Also da werden ne, die vollen nebeneinander und dann wird es immer weniger. Und hier haben wir die 310. Ne? Auch die gucke ich nicht. 310, finde ich, glitzert immer wie nichts Gutes. Ne? Wow. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. 5, 310, da habe ich schon mehr gesehen. 317 ist so ein Grau, die 451, die 452 sind alles so Sepia-Töne, ne? Die ja so ein bisschen auch das Markenzeichen sind, ne? Von Inigo Guerra. Diese Sepia-Töne mit dann so Pop of Color zwischendrin. 336, oh, das ist ein tolles Dunkelblau. Wow, schick. Schick, 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 schick. So. Die 3790, die 3351, oh, guck mal, da hat es einer nicht geschafft. Der wurde zerquetscht von der Maschine. Also die 3371 zweimal, die 898, die 3861, 838, 839, 841. Wenn die Farben so nah aneinander sind von den Tönen, dann haben wir richtig geile Übergänge nachher. So. Die 3781, die 3864, die 414, die 814, schöner Bordeaux-Ton, die 926, die 3768, die 610 und unser erster EB, die 117. Schaut euch das mal an. Beige,
Ne? So, AB, für alle, die es nicht wissen, was ist es? Ein AB-Stein ist ein Aurora Borealis-Steinchen oder eine Aurora Borealis-Farbe. Und die haben diese ganz spezielle Beschichtung hier, die das Licht reflektiert wie die Nordlichter so ein bisschen. Daher auch der Name. Seht ihr? Da, diese Beschichtung, das sind die normalen Steinchen, ne? Die funkeln. So schon, und hier haben wir nochmal so ein Schimmer drauf. Und damit kann man ganz tolle Akzente setzen und wenn die gut eingesetzt sind, auch wirklich tolle Highlights. Und wir gucken uns gleich mal an, wo die hinkommen. Die sind echt schön hier. Dieses Beige habe ich noch nicht oft gesehen. Wenn überhaupt. 117 weiß ich jetzt gar nicht. 407. Dann die 3024, helles Grau. Und hier ist unsere zweite AB-Farbe. Wie gesagt, hier gibt es ja nicht so viele. Hier haben wir nur zwei. Das macht aber nichts. Hier haben wir ein schönes Grau, das finde ich sehr schön. Die dunkleren Farben mag ich sehr gerne als AB's. Und da schauen wir auch mal, wo es hinkommt. Ich wundere mich ein bisschen, dass es kein Weiß gibt. Finde ich aber gut, es wäre zu offensichtlich. Und ich bin sehr gespannt, wo die zwei eingesetzt werden, die Farben. Weil es sind ja auch nicht viele. Ja, das heißt, wir gehen hier in diesem Set sehr sparsam mit den AB's um. Das muss aber nicht schlecht sein. Wenn die richtig eingesetzt sind, dann reicht es völlig. 3772. Die Kunst, ABs zu platzieren. Und das hat damit Adler von sehr gut drauf. 413, sehr volles Päckchen dunkelgrau. 938, ein sehr schönes dunkles Braun. Und die 161. Und jetzt kommen noch ein paar bunte Farben. Da haben wir ein bisschen weniger von. Noch mehr Blautöne, die 803, die 648, die 939, die 3858, die 498. Boah, geiles Rot. Das ist diese Rot. Flecken da drin, die werden dann richtig, richtig rausknallen. 311, die 842, die 3857, die 312, die 300, die 3774, die 869, die 597, boah, das ist ein schönes Türkis, ich liebe ja Türkis, geil. Die 3721, die 400, die 225, so ein ganz helles Rosé. Und die 355, die 611, die 322, noch ein schöner Blauton, der kommt bestimmt auch in die Schmetterlinge. Und die 415, noch ein Grauton. So, wir schauen uns jetzt mal an, wo die ABs hinkommen. Das sind unsere ABs, die 139 und die 117. Ne? Sehr schön. Passend zum Bild. Und schauen wir mal, wo sie hinkommen. Die 117 hat das Symbol 1 und die 139 hat das Symbol 2. So, was kann ich denn auf den ersten Blick jetzt schon sehen? Hier in den, kommt mal mit mir ein bisschen näher rein, in den Strähnen hier, da haben wir sowohl die 2 als auch die 1 nebeneinander. Und das haben wir hier auf der Seite auch. Ne? Hier die 1. Ein bisschen hier in den Fingernägeln haben wir die 1. Und die ist halt, ja, das ist ein bisschen, das ist kein Weiß, das wäre zu knallig, aber es kommt halt nah dran, ne? Und hier in den Haaren auch. Da und da, so die Strähnen in den Haaren. Dann haben wir es hier in den Ohren ein bisschen, da seht ihr die 1. Und hier in den Ohren haben wir auch ein bisschen von der 1. Auch hier oben an diesem Banner, ne? Da haben wir auch ein bisschen von der 1, da nicht, aber hier und hier ein paar Flecken. In der Teekanne ist ein, hoppa, ist ein bisschen hier, wo das Licht reflektiert wird. Also dieses bisschen Lichtreflektion, da ist die 1 verbaut. Machen wir mal ein bisschen raus wieder. So, hier oben sind 1, 2. Hier oben sind 1, 2 von der 1. Hier haben wir nochmal so eine Strähne. Hier unten auch, hier und hier im Kleid, also der Ärmel von dem Kleid, da sind noch ein paar und hier sind noch ein paar, das sind die Haare wieder. Also da haben wir ein paar Highlights und der graue, die 139, ne, die Nummer 2, die ist einmal hier, wie gesagt, in der Strähne dabei, dann ist es hier in den Schmetterlingen jeweils, ne? Das heißt hier so ein bisschen mit rein. Dem Schmetterling auch, aber weniger, nur zwei Flecken. Hier nochmal zwei, drei Streifen. Haben wir hier ein bisschen im Ärmel von dem Weiß. Hier in dem Ärmel auch ein paar. Also ganz verteilt. Und hier unten am Ärmel noch ein bisschen.
wirklich nur zum Highlight setzen. Und hier in dem Schmetterling nochmal. Es ist nicht viel, aber es reicht. In den Augen haben wir tatsächlich diesmal gar keine ABs. Ich finde, das muss auch nicht immer sein. Und ich finde es auch sehr offensichtlich, gell? Das ist ein bisschen Klischee. Hier in dem Schmetterling auch ein bisschen. Und hier haben wir auch, da sind auch nochmal 4 von dem grauen AB drin. Wundervoll. Wirklich, wirklich gut. Und ich liebe es. Ich finde es ganz, ganz großartig. Hier den Haaren, das haben wir schon gesehen. Genau, hier noch ein bisschen. Ja, ich finde sie toll. Was meint ihr? Was meint ihr? Hier liegen die. Das ist doch ein... Wow. Das ist ein wirklich großartiges Bild. Da musste ich auch tatsächlich nicht lange überlegen. Und habe mich wahnsinnig gefreut, oder freue mich jetzt auch wahnsinnig, jetzt wo ich es auch in live sehe, dass ich das für euch als Sneak Peek auspacken durfte. Ich finde, die Hände sehen gut aus. Ich bin bei Händen immer so ein bisschen, das ist ja vor allen Dingen, wir haben hier wieder diesen Effekt, dass die Hand sehr riesig zum Kopf ist, weil sie halt vor dem Kopf ist. Und ich glaube aber, dass das, dieser 3D-Effekt gut rüberkommt hier. Die Details im Hintergrund gefallen mir sehr gut. Hier haben wir einen Stapel an Tassen, den sieht man gut, wie gesagt, den Keks. Wir sehen die ganzen Kleinigkeiten, hier der Hut, das Eat Me-Schild, hier die Karte, was auch immer, da oben die Uhr und die Kanne, die Teekanne. Ich bin gespannt, was da noch so im Hintergrund vorkommt, wenn man es denn dann paintet. Wir haben kein Colorblocking, also da auf gar keinen Fall. Der ganze Hintergrund ist voll mit Zeugs, ganz im Hintergrund immer wieder schwarz. Aber ihr seht, das würde ich schon fast in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und ihr wisst, dass das Katrin, das Chaos on Tour, für mich ist das schon Konfetti hier. Das ist definitiv für mich Konfetti. Auch hier wieder mal wieder die Frage an euch, ist das schon Konfetti oder nicht? ihr entscheidet. Ja, hier, so. Wie gesagt, mich stört ein bisschen, dass ich hier das Drink Me nicht drin habe, weil hier habe ich das Eat Me und dann hätte ich hier das Drink Me auch gerne. Das macht es immer so ein bisschen rund bei Alice im Wunderland Bildern. Aber ich verstehe, dass es hier einfach nicht reingepasst hätte. Und dann ist es mir lieber, es steht nicht drin, als dass es nicht lesbar ist. Dann würde ich mir aber was... Habt ihr eine Idee? Also auf den kurz kleinen Raum ist... Ich zeige euch das nochmal von nah. Es ist halt nicht viel Platz, gell? vielleicht nur ein D rein? Ja, sagt mir mal, was ihr da für eine Idee hättet. Genau. Wie steht ihr? Also die Künstlerin Guerras ist ja hier oben meine Nachbarin, die hat alle Bilder, die steht da richtig, richtig drauf. Die wird auch ausflippen, wenn sie das hier sieht. Und ich muss aufpassen, dass sie es nicht entführt. Das kriegt sie nicht, weil ihr wisst, Alice und ich und, ne, und Wunderland und das dann auch noch in so einem bisschen badassigen, nicht so Comic-Süß-Style ist natürlich richtig gut. Und ich finde es fast besser... Oder ich finde es, doch, ich glaube, ich finde es besser als Not Your Alice. Ich blende euch hier mal Not Your Alice ein. Gleicher Künstler. Auch bei Diamond Art Club erhältlich. Und steht auf meiner Wunschliste. Ich finde das besser. Tatsache. Eure Meinung. Welches der beiden Alice-Bilder von dem Künstler findet ihr besser? Was ist euer Favorite? Das dürft ihr mir mal in die Kommentare unten reinschreiben. Das Bild erscheint morgen... 18 Uhr für Diamond and Ruby Members und 18.30 Uhr für alle anderen. Ob es Limited Edition sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass jetzt gerade wieder viele Bilder Limited Edition rauskommen. Also was weg, wenn sie weg sind, sind sie weg. Genau, für Duels and Chills wird es wahrscheinlich, oder beziehungsweise Bora und Schüttelfrost, das würde sich qualifizieren, absolut, ja. Ist im Thema, ist ein bisschen gruselig, ist ein bisschen dunkel, ne? Herbst, okay, aber es passt in das Halloween-Thema. Wenn ihr das dafür haben noch painten möchtet, würde ich euch dann aber den Express-Versand empfehlen. Ich
glaube, der kostet 15 Euro, wenn man den versandkostenfreien Wert, also wenn man für den Standardversand den Wert frei hat, über 65 Euro einkauft, dann kostet der, glaube ich, 15 Euro. Also wenn ihr das unbedingt für Dudes & Chills machen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall den Schnellversand nehmen, weil das wird nicht mehr hinhauen. Die Versandzeiten im Moment sind 14 Tage, 3 Wochen, sowas. Kann aber damit Adlab nichts für. Ich finde sie toll und mehr kann ich dazu eigentlich nicht. Hier hängt wieder dieser Schlüssel. Der war letztes Mal bei dem Nadja Alice, hängt, glaube ich, auch ein Schlüssel rum. Und noch eins von von den Bildern von dem Künstler. Okay, ich räume es jetzt ganz schnell weg, weil sonst kitte ich es ab und mache es. Und dann habe ich noch mehr Vips da hinten rumliegen. Wer weiß, vielleicht seht ihr das hier bald wieder. Wisst nur ihr jetzt dann bald. Ich weiß das jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Mal sehen. Es ist halt auch nicht schnell gemacht, ne, weil wir wirklich Konfetti haben. Aber es sieht toll aus und ich will wissen, wie es fertig aussieht. Oh Mann! Ehrlich. Ich habe es letztens schon gesagt, damit Adlab soll bitte aufhören. Bitte bringt ein paar Bilder raus, die ich nicht mag. Bitte. Es wäre echt schön. Ja, wer soll das alles pinden? Oder zumindest, ich hoffe bei solchen Bildern immer, dass sie nicht Limited Edition rauskommen, damit ihr es einfach auf die Wunschliste setzen könnt und später kaufen könnt und so. Ne? Man kann nicht alles. Also es ist ja so, wow. Ja, im Moment macht es so zack, 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 zack. Okay, meine Lieben. Das war es dann auch schon für heute. Ich und die liebe Alice hier, wir verabschieden uns jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wie gesagt, ab in die Kommentare mit euch. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, Anschauen und natürlich auch fürs Abonnieren. Wer das noch nicht gemacht hat, kann es gerne da unten nachholen, ist kostenlos. Glöckchen aktivieren. Bohrer und Schüttelfrost-Content kommt. Ja. Und ab und zu mache ich auch mal ein Pop-up live. Das ist immer ziemlich spontan und dann auch ziemlich chaotisch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Glöckchen aktivieren. Und ansonsten, meine Lieben, hoffe ich, dass wir uns hier in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt ihr bitte gut auf euch auf. Bleibt immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dahin. See ya.